Vom 28. bis 30. August 2015 hatte der Verein Offroad Trucks Austria, kurz OTA, der sich die Förderung der Individualreiseszene auf die Fahnen geschrieben hat, Globetrotter aller Art mitsamt ihren Fahrzeugen in die Steiermark an den Erzberg beordert. Schließlich stand beim 11. OTA Globetrotter Rodeo neben Austausch, Information und Lichtbildervorträgen auch die artgerechte Haltung des Pferds auf dem Plan. Neben Landys, Unimox, Pinzgauern und Wildenten war denn auch so mancher spektakuläre 6x6 oder 8x8 Truck zu bestaunen. Bei traumhaftem Hochsommerwetter konnten die Allradler auf dem rund 600.000 Quadratmeter großen Gelände des Eisenerzabbaugebiets Offroad gefahren werden. Besonders talentiertes Krabbelzeug durfte sogar bis zum Gipfelkreuz klettern. Darunter auch zwei Can-Am Side-by-Sides vom Typ Commander und Maverick Turbo. Ich bin ja mit einem Kollegen von uns oder einem Kunden von uns Maverick Turbo gefahren und er hat mich ein bisschen rumgeführt auf dem Erzberg hier und sind wir durch ein paar Schlammpfützen gerast, um sie zu testen, ob die Stoßen einfach richtig gut halten. Ne? Spaß gemacht, war richtig super. Dabei war die Veranstaltung für Can-Am eine Premiere. Zum ersten Mal präsentierte der kanadische Hersteller seine aktuellen ATVs und Side-by-Sides auf dem OTA Globetrotter Rodeo zum Testfahren auf einem Parcours. Und das mit Nebenwirkungen. So mancher Globetrotter entdeckte dabei die ungeahnten Fähigkeiten des Krabbelzeugs. Insgesamt nutzten mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 11. OTA Globetrotter Rodeos am Erzberg die Gelegenheit, Can-Am-Fahrzeuge Probe zu fahren. Ja, wir haben hier die Can-Am Experience Tour im Rahmen vom Globetrotter-Treffen hier am Erzberg. Super Gelegenheit, die Leute mal mit Side-by-Side und ATVs fahren zu lassen. Wird sehr gut angenommen. Prima Sache für Can-Am. Ja, wir als Allradhorn begleiten wie immer gern solche Events von Can-Am und wir stehen da mit unserem Stand und begleiten die Experience Tour mit Ausstellungsfahrzeugen, Kleidung, sonstigen Support und kaltem Wasser, weil es heute sehr heiß ist. Kurzum, die Can-Am ATVs und Side-by-Sides haben beim 11. OTA Globetrotter Rodeo am Erzberg neue Freunde gefunden. So ist der kanadische Hersteller beim nächsten Treffen der Globetrotter-Szene denn wieder herzlich willkommen.